Das ist alles gelogen. Das Ende des Interviews. Nee. Also. Jedes Mal, wenn wir ein Interview haben, dann freuen wir uns natürlich. In diesem Fall ist es ein ganz besonderes Interview. Zum einen hatten wir jetzt ein Jahr lang große Interviewpause. Zum anderen hatten wir genau an dieser Stelle auf dieser Bank vor einem Jahr das letzte Interview mit Katja Berg. Und dann ist es so, dass wir hier auf dieser Bank jemanden haben, den wir vor zwei Jahren kennengelernt haben bei der Musical Revolution 2019 und seitdem ins Herz geschlossen haben, nicht nur wegen der Stimme, sondern weil sie einfach ein großer Mensch ist. Deswegen freuen wir uns umso mehr. Ich könnte jetzt noch 5 Stunden weiterlabern. Hier ist für uns, für euch, die große Samstagabendshow, Sidonie Smith. Hi! Wir sind jetzt hier in Augsburg, du musst ja dann gleich... Oh, hat es jetzt wieder geklappt? Oder? Nein, alles okay, gut. Du musst ja dann auch gleich rüber zur Show. Und ich hab erfahren von Michelle, weil Michelle ist der beste Googler weit und breit. Chicago magst du nicht nur, sondern du liebst Chicago. Sie ist Chicago. Ich liebe Chicago. Woran äußert sich denn das? Ach, Mann, ich fand es einfach so toll. Ich weiß noch, ich habe das zum ersten Mal in New York gesehen. Ich hatte nur Stehplätze, es war ausverkauft und ich hatte die dummste, dümmste, unangenehmste Schuhe an. Und ich habe sie einfach... Sitzschuhe oder wie? Also mit denen man nicht stehen genau, sollte? Okay. Genau. So ankommen und dann gleich wieder Sitzschuhe. aber ich habe die einfach vergessen. Die Show ist einfach der Hammer. Und ich liebe, wie schlicht man das machen kann und wie spektakulär das auch sein kann. Wie im Film zum Beispiel. Ja. Ich finde es einfach... ganz, ganz toll. Jetzt ganz kurz, der Adrian ist ein bisschen aufgeregt, weil er mag diese Fosse-Inszenierung, mag er jetzt nicht so. Also dieses, ich habe nur einen Bilderrahmen auf der Bühne und ein paar Orchestermusiker da sitzen. Ist es mehr Film? Ist mehr Film. Okay, gut. Ja. Wir können beruhigt in Chicago mit ihm gehen. Mir ist es egal. Stimmt es denn eigentlich, dass du Hunde hast und die Hunde auch Velma und Roxy hast? Das stimmt wirklich. Ich bin ein Fan, was soll ich sagen? Ich bin Musical-Fan und ich liebe Chicago und ich habe tatsächlich meine Hunde Roxy und Velma genannt. Aber es gibt ja auch viele, die dann sagen, es gibt mein Privatleben und es gibt meinen Beruf. Und die zwei Dinge sind sehr stark getrennt. Bei dir anscheinend nicht so sehr. Nein, immer noch. Ich bin von Natur aus, ich bin sehr scheu, sehr privat. Ich bin, so oh, gut, dass wir ein Interview machen. Ja, nein. Ich bin introvertiert, aber rede gerne. Ja. Na, also ich bin gerne zu zweit, zu dritt, aber ich bin kein Partymensch. Das heißt, ich spiele die ganzen Diven auf der Bühne und nach der Show on the Stage Show bin ich so, hi, nice to meet you, hallo. Weil so bin ich eigentlich. Und das, ich glaube, dadurch kann ich das wirklich gut trennen, weil das, diese Rollen, die ich immer spiele, diese extrovertierte, crazy Diva-Frauen, das bin ich einfach nicht. Und ich kann das abschalten und nach Hause gehen. Eine Frage, die ich eigentlich erst später stellen wollte, aber sie passt gerade ganz gut. Ja. Du sagst, du bist introvertiert, du gibst auf der Bühne Vollgas. Wenn du introvertiert bist, du coachst ja aber auch andere Menschen. Du bist introvertiert und coachst andere Menschen, wie sie zum Beispiel gut singen oder Schauspielern. Was sagst du denen? Ich finde, introvertierte Menschen, wir haben das Vorteil, dass wir super gut zuhören. Ich passe mega gut auf. Das ist super für die Bühne. Und ich sage nicht, dass wir besser oder schlechter sind, aber ich finde es sehr, sehr wichtig. Als ich klein war und super scheu war, habe ich immer gehört, du musst anders sein, du musst lauter werden, du musst anders sein. Aber ich finde, so wie ich bin, meine Persönlichkeit ist eigentlich meine Stärke. Das ist ein Geschenk. Und Leute, ist ein Spektrum, ja. Wir sind nicht unbedingt so oder so, aber Leute, die eher extrovertierter sind, sie haben andere Gaben, die perfekt für die Bühne sind. Aber ich passe auf. Ich weiß immer, wie es meinem Partner geht. Also ich habe das Gefühl, ich bin wirklich bei jedem so Augenzwinkern. Ich sehe alles und ich reagiere darauf. Und ich bin, wenn ich coache, dann höre ich einfach ganz gut zu, was da los ist. Ich glaube, das ist eigentlich eine Stärke, eine Gabe, dass ich eigentlich sehr, sehr still bin von Natur aus. Bist du dann Perfektionistin? War ich mal. Ah, okay. Wo war der Wandel von, ich bin 100% Perfektionist und jetzt vielleicht ist auch ein bisschen nicht perfekt auch in Ordnung? Ich spiele es. Als ich Theater angefangen habe, weil ich bin Orchestermusikerin, ich habe meine Bachelor ist in Bratsche. Ich bin so wirklich sehr klassisch aufgewachsen und als ich
beschreibt es immer, das war, als ob ein Licht anging und ich wusste, dass ich Theater ausprobieren musste, mindestens ausprobieren. Und auf einmal musste ich Mut haben, doof auszuschauen, falsch zu sein. Oder es geht nicht ohne einfach Fehler zu machen und es jedes Mal frisch und neu zu machen. Das ist nicht wie damals, als ich irgendwelche Etüden und Concertos geübt habe. Es ist ja perfekt, indem dass es nicht perfekt ist eigentlich, dass man eigentlich so ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnt. Das ist Theater für mich und ich habe super viel dadurch gelernt. Ich traue mir, ich traue es einfach. Es ist ja so, du hast ja also das Viola Bratsche Bachelor, oder wie heißt das, was hast du gemacht? Wie heißt ich habe einen Bachelor of Arts in Music. Also ausgebildete Bratschistin. So, bitte, du musst mich kurz aufklären. Es gibt so viele Bratschenwitze, wir verstehen es noch nicht ganz. Wir haben jetzt mal 3 Bratschenwitze ausgepackt. Okay, gibt unglaublich das ist alles gelogen. Das Ende des Interviews. Nee. Also, was ist ein Gentleman-Musiker? Jemand, der Bratsche spielen kann, es aber nicht tut. Was ist ein schneller Bratscher in der Wüste? Eine Fata Morgana? Und wie nennt man es, wenn ein Bratscher, eine Bratschistin sein Instrument, ihr Instrument aus dem Fenster wirft? Schöner wohnen. Was? Also wir haben jetzt mal, ja, Adrian hat mir vorhin im Auto 20 Bratschenwitze durchgelesen. Was ich da raushöre ist... Okay, vielen Dank. Das Interview bis zum nächsten Mal. Das ist sehr offensive. Was wir so ein bisschen raushören ist, so Bratsche ist irgendwie so die zweite Geige. Also sorgt nur für Dritte so... Ein, sogar. Du musst jetzt ein bisschen erkläre uns das Ganze. Okay, erstmal, ich sag so, ich will auch Geige, okay? Danach, weil du dachtest, Mensch, jetzt wird hier auch mal ein richtiges Instrument können, oder? Hier ist es, okay, die Bratsche, also wer es nicht kennt, die Bratsche ist eher die Altstimme, also im Orchester, im Streichorchester. So zwischen Geige und Kontrabass. Genau. Cello. Genau, du hast Sopran, Geige, alt ist die Bratsche, Tenor, Cello und dann Bass. Als ich 9 Jahre alt war ich in der Schule und wir hatten in der Schule Geigenunterricht. Total cool. Die arme Lehrerin, wenn ich da zurückblicke, oh Gott, 30, 9-Jährige. Der Anfang mit Geige ist schwierig. Yeah. Das ist das erste Lied, oder? Nicht mal so gut. Immer das erste Lied ist, morgen kommt der Weihnachtsmann, ist immer das erste Lied auf der Geige. Also, wir haben alle mit der Geige angefangen und es ist tatsächlich so, wir durften irgendwann mal aussuchen, ob wir Kontrabass oder Cello und keiner wollte Bratsche spielen. Oh nein. So fing's an bei mir. Aber es hat gepasst. Ich glaube, ich habe mein Verständnis für Harmonie und auch Partnerspiel und Kammerspiel von Bratsche spielen, weil ich hatte in eine Melodie, wo waren? Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Hauptlinie singen darf. Weil ich habe jahrelang nur natürlich auch Soli, aber im Orchester selber, da ist man eher Teamplayer und nicht Star. Aber ja, ich liebe. Also alles sind Vorurteile praktisch. Ja. Ich kann auch Geige. Aber die Bratsche ist wunderschön. Und es gibt auch Menschen, die das wirklich schön spielen. Gibt es denn Solostücke für Bratsche? Ja. Ah, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt sei ruhig. Hätte ja sein können. Doch, also viele sind eigentlich transponiert von Geigen. Also, Cello. Nicht nur. Es gibt auch welche. Nicht nur. Aber es gibt auch tolle. Entschuldigung, ich spiele Bratsche. Haben Sie irgendwelche Noten, die Sie mir transponieren können? Das ist fies. Nein. Leute, ich gehe spielen jetzt. Aber wo war der Punkt, wo du jetzt gesagt hast, ich habe jetzt relativ klassisch auch ein Instrument gelernt, aber ich will jetzt wirklich Musical machen auf die Bühne. War das schon immer in dir und es war der Weg dahin? Oder gab es da so einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt möchte ich das? Es war sehr plötzlich. Wenn ich zurückblicke, weiß ich, dass es total, dass es von Anfang an dabei war. Ich habe, seit ich super klein war, wie gesagt, ich hatte super coole Schulen, wo wir ganz viel Kunst gemacht haben. Und als ich 6 war, konnten wir Musik, Tanz, Theater und Kunst machen. Und dann mit 9 musste man auswählen. Und da habe ich eigentlich Theater auswählen wollen, durfte aber nicht.
weil ich scheu war. Meine Mama sagte, nö, das machst du nicht. Du bist im Orchester, da kriegst du immer einen Part. Kriegst die Rate. Ja, du bist genau. So introvertiert für Theater. Genau, du wirst weinen, wenn du keinen Part kriegst. Du machst Musik. Okay. Und das, also ich weiß schon, ich wollte das schon immer eigentlich. Und ich habe das in ganz viele Orchestergraben gespielt, natürlich, wie es halt so ist, für Geld. Ich habe gegigt und gejobbt und habe ganz viele Musicals, Anna Telfka und Geisendolls. Heute ist aber... Ich habe bei vielen Musicals mitgespielt und habe gemerkt, ich weiß alles. Ich weiß meinen Part auswendig, damit ich zuschauen kann. Du könntest praktisch auch auf die Bühne gehen und mitspielen. Oh, die erste Sätze empfiehlt. Ja, Peter Pan, ich bin dabei, kann auch fliegen, let's go. Und irgendwann habe ich gedacht, ich probiere das. Ich frage das und ich war eigentlich in meinem letzten Studienjahr, was sehr crazy war. Meine Professoren waren ziemlich enttäuscht. Es hieß, you're throwing your life away, du wirfst dein Zukunft weg, weil ich war sehr gut in was ich gespielt habe. Du hast einen Bachelor. Genau. Nein, ich war ziemlich die Favorit im Pratestudio und ich habe gesagt, dass ich singen will und sie haben gesagt, kannst du singen? Weiß ich nicht, aber ich glaube, ich soll es probieren. Die Antwort. Und es hat ja auch funktioniert, muss man jetzt mal auch ehrlich sagen. Und du bist ja, das habe ich gelesen, auch nicht nur auf der Bühne, sondern du machst auch im kleinen Menschen sehr viel Freude. Als ich dieses Projekt gesehen habe im Internet, dachte ich so, oh mein Gott, mein Herz geht auf. Also erzähl mal, was dieses Projekt... Du warst Projekt, kurz davor, auch sie einmal anzurufen. So, oh mein Gott, sie kann man buchen? Also das klingt erstmal ein bisschen verrucht, aber nein, erklär mal, was ist dieses wunderschöne Projekt? Also ich bin ein Disney-Kind. Ich bin in Florida aufgewachsen, ich komme aus Miami. Und, Orlando. Ja, ich war immer so Mickey Mouse-Kind, ne? Und während Corona wurde ich angefragt von Campaign One at a Time, ob ich nicht Videokonferenzen mit kranken Kindern machen würde als Prinzessin Tiana aus Kristen Frosch. Das ist die New Orleans Prinzessin. Und ich habe natürlich ja gesagt, ich habe ein Kostüm bekommen. Und es sind meistens Kinder, die Krebs haben. Sie haben unterschiedliche sehr, sehr gefährliche Krankheiten, aber meistens haben sie Krebs und was anderes, Krebs und Diabetes oder also viele, viele schwere Sachen. Und sie können mich buchen quasi. Natürlich ist das kostenlos und ich mache einen Zoom-Call mit dem Kind. Und dann kommt die Prinzessin in den Zoom-Call. Genau. Und was ist da das schönste Erlebnis für dich dabei gewesen? Die glauben so fest daran. Und das, ich könnte jetzt weinen, aber ich bin geschminkt für die Show, ich mag das nicht. Ist Bruder drauf? Ja, Bruder drauf, also ich darf nicht mehr weinen. Ich hatte Angst, dass ich viel zu emotional werde, weil das ist so unfassbar schwer, was sie ertragen mit 3, mit 6, Tuben überall und immer ins Krankenhaus gehen zu müssen. Aber sie glauben so fest an dich, also an mich, dass ich bin auch in der Fantasie. Und das ist einfach so schön. Ich hatte ein Mädchen am Schluss, hat gesagt, ja, vielen Dank, Prinzessin Tiana, dass du angerufen hast. Ich werde jetzt Ariel anrufen, ja? Ja, liebe Grüße. Tschüss. Die kenne ich nur von dir. Ja, genau. Ja. Sie hat noch sie schuldet mich 20 Euro. Sagt sie, So, um ein bisschen wieder Heiterkeit in dieses Ganze reinzubringen, wir haben ja für jeden, vielleicht hast du ja schon ein paar unserer Interviews gesehen, du guckst ja sehr gerne Podcasts, anstatt Musik zu hören, wie ich schon erfahren habe. Wir haben ein Spiel für dich vorbereitet. Oh, ja? Und normalerweise ist es immer so ein bisschen knifflig, aber da Geburtstagswoche ist, denn Sidoni hatte Geburtstag, kommen wir gleich dazu, machen wir es dir ein bisschen einfach. Das Quiz heißt Guess the Princess. Okay. Pass auf, es funktioniert total einfach. Spiele ich jetzt wieder gegen? Nein, wir lauschen einfach. Okay, denn ich werde dir jetzt eine Prinzessin nennen aus dem berühmten Universum des Disney-Konzerns. Müssen wir jetzt eigentlich irgendwie alles oder gut, so, du darfst sagen. Also. Ich trage übrigens Disney-Schuhe heute. Oh, ja, wow. Das ist schön. Ja, die gibt zwei Adidas. Nicht mehr, weil Limited Edition. Egal. Anyway, ich werde dir eine Prinzessin nennen. Und du stimmst nur ganz kurz den Signature-Song dieser Prinzessin an. Signature, okay. Oh, das ist nur Disney. Also kein, nicht Anastasia, auch wenn sie mittlerweile eingekauft ist. Anastasia ist nicht. Okay. Also pass auf, es fängt ganz normal an, ganz easy an. Einfach. Schneewittchen.
I'm wishing for the one I love to find me today. Oh, Ariel. Look at this stuff. Isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Ende Bratsche. Jasmin. Darf ich was verraten? Ja. Ich bin die Einzige auf der Welt, die kein Whole New World mag. Ich mag das nicht. Nein, ist nicht schlimm. Das ist doch so schön kitsch. Oh, oh, im Musical hat sie sogar noch einen Song dazu bekommen. Ja. Oh, aber wir unbelievable sounds, indescribable feelings, soaring, tumbling, freewheeling through an endless diamond sky. Oh, ich mag's. drei habe ich noch. Okay. Belle. Oh, there goes the baker with his tray like always. The same old bread and bolts to sell. Ich wusste Bell. Every morning just the same as the morning that we came to this poor provincial town. The morning, ich wusste Bell. Ah, da war's. Entschuldigung. Ein Satz zu früh. Verdammt. Ein Einsatz. Ja, Entschuldigung. Nicht. Zwei habe ich noch. Einmal Elsa. Nein. Ich weiß nicht, ob es dann... Oh nein. Du musst nicht mehr... My power flurries through the air into the ground. My soul is spiraling in frozen fractals all around. Sorry, hi guys. when something crystallizes like an das icy wind. Yeah. Und die letzte, Tiana. Oh. And I'm almost there. I'm almost there. People gonna come here from everywhere, and I'm almost there. I'm almost there. Sehr schön. Ist so, jetzt schon mein Einsatz? Jetzt ist dein oder? Einsatz. Es gibt natürlich auch Geschenke für unser Geburtstagskind der Woche. Natürlich. You guys. Also, wir haben einmal was, das nennt sich Pimp Your Drink. Damit kannst du quasi, ich weiß ja, wir wussten jetzt nicht, was du gerade trinkst, deswegen Pimp Your Drink. Oh, cool. Und weil wir wissen, dass du gerne jamaikanisch isst, haben wir dir noch ein bisschen Barbecue-Soße gebracht. Weil Barbecue wäre jetzt hier nicht so. Dann du hast natürlich gewonnen, unser Spiel. Natürlich hast du das Spiel gewonnen. Ja, definitiv. Sehr gerne. Und es ist ja so schön, jetzt wieder hier zu sitzen. Wir freuen uns so sehr, dich nachher spielen zu sehen. Natürlich alle anderen im Ensemble auch. Und es war ja jetzt ein Jahr, wo man jetzt sagt, müssen wir jetzt nicht unbedingt mal wieder haben. Was würdest du sagen, hast du am meisten vermisst in dieser Zeit? Ohne Zweifel die Zusammenarbeit. Ich liebe es, mit anderen Menschen irgendwas Cooles zu bauen. Und das ist Theater für mich. Ich kann auch Solokonzerte machen, aber ich will irgendwas mit euch, mit dir, mit dem Publikum. Ich will das zusammen erleben und zusammen kreieren. Und das habe ich wirklich vermisst. Und hast du das jetzt schon wieder? Oder sagst du, es ist jetzt so ein Prozess, wie wenn man etwas wieder anmacht, ist es ja auch nicht von 0 auf 100. Bist du schon wieder wirklich in diesem Gefühl drin oder braucht das noch ein bisschen? Ich glaube, ich bin wieder da. Ja. Ich meine... Es kann sich nur verbessern. Wir sind von 550 Menschen im Publikum auf 1000 eingestiegen, 1050 oder so. Ja, ja, und das ist schon mal viel besser. Und ich habe gesehen, in Österreich gehen die Leute ins Theater ohne Masken. Also mal, ja, es entwickelt sich was und ich freue mich darauf, aber ich glaube, ich bin schon angekommen in meiner Theaterstimmung. Aber du bist ja hier jetzt auch in Deutschland angekommen und wie du schon jetzt gesagt hast, du kommst ja auch jetzt nicht ursprünglich hier aus Deutschland. Sie kommt aus dem Disney World. Eine Disney Schloss. Ja. Da kann man übrigens übernachten, wusstest du das? Ja? Ja. Wow. Übrigens, da kann man heiraten, das weiß ich. Du hast meine ganze Frage jetzt gekillt. Entschuldigung. Du kannst gerne. Nein, alles machen gut. Machen Sie. Aber du hast ja auch Familie noch in den USA. Mhm. Und ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen, so lange Zeit, wo man dann sagt, man wird jetzt getrennt dabei. Habt ihr das anders erlebt dann? Also viel mit Videochat? Oder würdest du jetzt sagen, okay, eigentlich warte ich jetzt nur noch auf die Sekunde, dass Biden sagt, okay, wir können jetzt wieder und... Das war ziemlich schwierig. Meine Eltern, also mein Vater ist in South Carolina und meine Mutter ist in Miami, wo ich geboren bin. Und das Ding war halt, also wäre ich darüber geflogen oder so, könnte ich sie eh nicht besuchen. Ja. Und deswegen bin ich geblieben. Das war nicht unbedingt schön, aber wir haben FaceTime, wir haben
Instagram und die verstehen das alles nicht, aber liken alles, was ich tue und dann stellen Fragen danach. Was war das eigentlich? Das war ein Interview. Genau. Und meine Mutter hört, also sie wird das Video hier von vorne bis hinten nicht mal anschauen, versteht kein Deutsch. Das ist alles egal. Das ist die Liebe. Das ist wahre Liebe. Aber wo würdest du sagen, egal ob du mal schwierige Momente hast oder auch gute Momente, was motiviert dich dann immer weiterzumachen? Weil also du coachst ja auch andere Menschen und Motivation ist selbst in sehr positiven Momenten nicht immer schwierig zu finden. Aber wo würdest du sagen, egal was passiert, das ist das, was ich habe, was mich immer motivieren wird? Ich denke immer an die Dankbarkeit und das klingt heutzutage ein bisschen Klischee, aber das hilft so sehr, wenn ich Tage, heute war ich so müde, ich habe einfach super doof geschlafen und ich dachte, okay, was läuft, was ist gut? Aha, das sind die Füße, ich spüre sie. Oh, cool, ich tanze beruflich. Ich weiß noch, als ich Theater machen wollte und ich durfte das, jetzt darf ich das. Und also, ich muss kein Bratsche spielen. Ja, Bratsche ist sehr schön. So. Ja, gibt nur wenige. Es gab ein Instrument in Miami, aber sie hat es bekommen. Das ist so schön, meine Entschuldigung. Ich bin nicht... Das ist so. Sorry, aber ich kann nicht... Wir schneiden dich, ne? Nein. Ich werde dich einfach anspielen. Na, ich komme. Ja, gerne. Ich werde klopf. ja, aber ich bin einfach so dankbar. Und wenn es mir nicht gerade gut geht und ich mich ablenken muss von meiner Universität oder von meiner schlechter Laune oder so, dann denke ich, also wofür bist du gerade dankbar? Weil es gibt immer irgendetwas. Und das motiviert. Wir sind jedenfalls sehr dankbar, heute in Augsburg zu sein. Endlich mal wieder ein Musical zu sehen, auch wenn es Chicago ist. Aber wir haben schon gehört, Adrian wird es heute neu entdecken. wir freuen uns auch sehr, dich gleich auf der Bühne zu sehen. Ja. Sind sehr gespannt auf deinen Lieblingssong, I Can't Do It Alone. Mhm. Du hast ja gesagt, Zusammenarbeit ist dir sehr wichtig. Vielleicht ist deswegen auch das dein Lieblingssong. Ja, lustig. Kommt auf jeden Fall vorbei. Und wer Sidoni dann in Augsburg vielleicht verpassen sollte, weil er sagt, mein Gott, ich wohne in Hessen. Nächstes Jahr bei der Musical Revolution ist er auch dabei. Und bei Memphis. Stimmt, bei Memphis. Oh, wir haben schon die CD gehört. Oh, und ja. Oh, wir machen es endlich, Leute. Oh, es ist schön. Ja, wir freuen uns sehr, dich dann wieder zu sehen. Und ich würde einfach sagen, jetzt haben wir Memphis ein bisschen schleifen lassen. Bei der Memphis-Premiere nerven wir dich einfach wieder. Nehmen die Kamera wieder mit und machen dann das zweite Interview. Dann werde ich die ganze Partitur auf der Bratsche spielen. Ja, gerne. So. Also, dann schönen Tag euch noch. Und wir sehen uns vielleicht Augsburg, Frankfurt oder sonst irgendwo. Bis dann. Ciao. Tschüss.